Airbag, Knautschzone, Sicherheitsgurt. Um Autoinsassen bei einem Unfall zu schützen, gibt es ja schon einige Erfindungen. Doch reichen die längst nicht aus. Deshalb basteln Forscher an immer neuen Möglichkeiten. Metallschaum etwa ist so eine Möglichkeit. Durch seine positiven Eigenschaften könnte er die Sicherheit im Fahrzeug stark erhöhen. Aber er stellt die Forscher auch vor große Herausforderungen. Wir zeigen Ihnen, was die Sache so interessant, aber auch schwierig macht. Mit 80 km/h gegen das Hindernis geprallt. Trotz Knautschzone ein Horrorszenario für jeden Autofahrer. Die Autoindustrie sucht deshalb ständig nach neuen Crash-Elementen. Hilfe kommt jetzt vom Helmholtz-Zentrum in Berlin. Hier forschen Wissenschaftler am Werkstoff der Zukunft, dem sogenannten Metallschaum. Das Tolle an Metallschaum ist, dass er bei geringem Gewicht sehr steif ist und dass man sehr hohe Kräfte braucht, um den Metallschaum zusammenzudrücken. Man kann sehr hohe Energien absorbieren im Fall von Crashs bei Autos oder Zügen. Und man kann sehr leicht bauen, viel Gewicht sparen in Konstruktionen, die jetzt sehr schwer sind. Schaum aus Metall, das ist kein Widerspruch. Metallpulver aus Kupfer, Magnesium, Zink oder Aluminium brauchen nur ein Treibmittel. Und dann geht es zu wie beim Brotbacken. Als Mehl dient hier das Aluminiumpulver. Als Hefe braucht man eine winzige Menge von Titanhydrid. Beides wird jetzt gut gemischt und dann mit einer Presskraft von 30 Tonnen zu einem festen Plättchen gepresst. Das Pulver müssen wir mit dem Treibmittel kompaktieren und pressen, damit nachher, wenn das Gas entsteht, dieses Gas nicht einfach weggeht, sondern in der Probe Poren bildet und entsprechend die Probe aufschäumt. Das Gas zum Schäumen entsteht erst im Backofen. Hier soll das gepresste Plättchen jetzt aufgehen wie ein Hefeteig. Und tatsächlich. Bei einer Temperatur von 700 Grad Celsius beginnt das Aluminiumgemisch aufzuschäumen. Nach gut 3 Minuten hat sich sein Volumen verfünffacht. Bei den höheren Temperaturen dann gibt Titanhydrid Wasserstoff ab. Und dieses Wasserstoff ist in dem flüssigen Aluminium, das gerade geschmolzen ist, eingedrungen. Und entsprechend bläst die Probe von innen ab. So wächst unser Schaum. Der erkaltete Metallschaum sieht jetzt aus wie ein Baguettebrot. Dabei ist er so leicht, dass er sogar schwimmen kann. Für eine Zukunft als Crash-Element aber besonders wichtig, Metallschaum kann bei einem Aufprall die Kräfte abfangen und neutralisieren. Ein simpler Test beweist, während auf einer normalen Metallplatte eine herabfallende Kugel wegspringt, bleibt sie auf der Metallschaumplatte einfach liegen. Wenn eine schwere Kugel auf die Metallschaumplatte fällt, dann verformt ein bisschen die Oberfläche und diese Schaumplatte ist aus zellularem Material auf kleinen Poren aufgebaut. Die nimmt die Energie in alle möglichen Richtungen auf und entsprechend wird diese Energie absorbiert. Bei einem normalen, harten Metall wird der Impuls wieder zurück übertragen und die Kugel springt wieder. Auch eine Porzellantasse geht auf der Metallschaumplatte nicht kaputt. Ein derart energieabsorbierender Werkstoff könnte als Crash-Element beim Auto vor allem in der Fahrgastzelle eingebaut werden. Es gab Studien, die Fahrgastzelle zu verstärken mit Metallschaum, indem man ihn beispielsweise in die A-Säule einbringt, in den Hohlraum oder in den Türschweller unterhalb der Tür. Man hat festgestellt, dass durch so eine Füllung mit Metallschaum die Zelle steifer wird und im Crashfall mehr Energie absorbiert, also mehr Sicherheit bringt. Und so wird Metallschaum jetzt erstmalig serienmäßig verbaut. Beim Sportwagen Artega GT besteht der gesamte Unterboden aus Metallschaumplatten. Und auch im Audi Q7 steckt ein Metallschaumteil, wenn auch nur ein ganz kleines. Zwei dieser Aluminiumschaumteile halten im Audi Q7 das Gepäcknetz. Im Fall eines Crashs sichern die, dass das Gepäck nicht auf die Fahrgäste fliegt. Es werden etwa 100.000 Stück pro Jahr produziert. Jedes Teil wiegt 7 Gramm. Das ist also schon eine echte Massenfertigung und in der Dimension die erste für Aluminiumschäume. Doch Serienproduktion im großen Stil erfordert vor allem eines: immer gleiche, komplett identische Schaumteile. Bei den bisherigen Metallschäumen sind die Poren allerdings oft unregelmäßig, wie die Forscher auf hochauflösenden Röntgenbildern sehen. Es gibt zwei Effekte. Zum einen möchte die Flüssigkeit, die recht schwer ist,
aufgrund der Erdanziehungskraft nach unten fließen. Und zum anderen besteht die Gefahr, dass sich zwei Blasen zu einer größeren vereinigen, der Schaum also immer gröber wird. Wir kämpfen gegen beide Effekte. Wenn Schwerkraft das Problem ist, wie perfekt könnte Metall ohne sie schäumen? Um das herauszufinden, hat Dr. Garcia Moreno einen Mini-Backofen gebaut. Mit Ofen und Röntgenkamera ist er dann in einer Zero-G-Maschine per Parabelflug in die Schwerelosigkeit gedüst und hat währenddessen mit seinem Mini-Ofen 30 Metallschaumbrote gebacken. Man fühlt sich wie zu Hause, nur dass man schwerlos ist. Gut, man muss schon sagen, dass bei den ersten Parabel der Magen schon ein bisschen nach oben, nach unten geht, aber man gewöhnt sich dran. Das Röntgenvideo zeigt, in Schwerelosigkeit schäumt Metall tatsächlich homogen. Deshalb hat der Forscher seinen Backofen sogar mit einer schwedischen Trägerrakete für 6 Minuten ins Weltall geschossen. Nach dem Weltraumexperiment haben wir gelernt, dass nicht nur die Schwerkraft eine große Rolle spielt, aber auch die Temperaturverteilung während des Schäumens eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also muss man wirklich sehr aufpassen bei der Herstellung, dass man eine sehr homogene Temperaturverteilung hat. Solange es also keinen perfekten Ofen gibt, bleibt auch der perfekte Schaum noch ein Wunschtraum. Dem Metallschaum könnte aber der Durchbruch gelingen, wenn dieses Team auch auf Erden noch ein wenig an seinen Backkünsten feilt.